Hallo Leute, ich bin Lu und heute habe ich den jungen Mart von Sky für euch. Heute geht es um ein Special Release aus dem Jahr 2018, um einen 8 Jahre alten Talisker. Talisker, Talisker. Ich habe alle Aussprachen schon gehört. Sucht euch eine aus, die euch am besten gefällt. Ich habe den Whisky damals auf der Messe in Dresden probiert und ich sage euch vorweg, Leute, wow, ich war hart umgehauen. Ich bin total verliebt in diesen Whisky. 2010 destilliert, 2018 abgefüllt mit, lasst mich lügen, 59,4% Alkoholgehalt, durfte in stark ausgekohlten First Fill Ex-Bourbon Hogsheads, glaube ich, lagern. Soll an den Geschmack von Talisker aus den 70er und 80er Jahren erinnern. Kann ich jetzt so direkt nicht bestätigen, aber wenn der wirklich so geschmeckt hat damals, wäre ich gerne ein paar Jährchen eher geboren worden. Ich habe den wirklich noch in Erinnerung, wie der erste Moment so war, boah, wow. Ne, der steht jetzt noch nicht ganz so lange, ne, da braucht er immer noch einen Moment Zeit für sich. War leider auch, obwohl es über 4680 Flaschen oder so davon gab, super schnell vergriffen. Ne? Hat damals 60 bis 80 Euro so in etwa gekostet, kostet jetzt 110 und damit glaube ich sogar schon mehr als der 18 Jahre alte Talisker. Hochgelobt gewesen, wirklich, war damals auch in aller Munde. Habt ihr eine Flasche ergattern können? Wenn ja, dann bin ich echt neidisch auf euch. Ich habe hier wirklich so als allererstes dieses sehr, sehr kohlige. Ne? Das kommt durchaus durch die stark ausgebrannten Fässer. Trotzdem habe ich auch eine leichte Süße irgendwie drin. Ich fange, glaube ich, immer mit den Worten an. Eine leichte Süße und dann versuche ich das so auszudifferenzieren. Das ist ganz schwer gerade noch. Ist natürlich dann auch mal blöd, wenn man den so in so einem tollen Moment erlebt hat, den Whisky, in Gemeinschaft auf der Messe und den dann im Video nachher nochmal probiert und sich so denkt, Moment mal, irgendwie habe ich den geiler in Erinnerung gehabt. Die charakteristische Pfeffernote von Talisker ist auf jeden Fall mit drin, die habe ich ja in den meisten von denen schon gehabt. Das Maritime ist auch sehr drin, dieses ich stehe an der Küste, ich rieche Seetang, ich rieche auch so ein bisschen Fisch, aber wirklich eher wirklich mehr Seetang, Salz, auch diese frische Luft einfach. Die Süße habe ich jetzt noch nicht ganz identifizieren können. Ob es Honig ist oder eine Frucht ist. Da es ein Bourbon-Fass ist, könnte es natürlich eher Honig sein und Vanille, aber das lasse ich mir mal noch offen. Slanji. Und hier auch wieder Alkohol eingebunden. Par excellence. Der ist kräftig, der ist intensiv, der ist hinten raus sowas von würzig, pfeffrig, scharf, der ballert dir um die Ohren. Trotzdem verziehe ich kein Gesicht. Es ist für mich kein Akt, den zu trinken. Also es ist schon ein Akt, weil es davon so wenig gibt, aber es ist kein Akt, weil es eine Fassstärke ist. Ich habe auch jetzt die Frucht so ein bisschen mit drin gehabt, oh, aber der geht richtig durch Mark und Bein. Also du merkst richtig, wie der so runterfließt, einmal um dein Herz drumherum. Ich weiß, das funktioniert anatomisch nicht.
Für mich fühlt es sich so an und dann in deinen Magen geht und jede Zelle deines Körpers bis in die Füße hinein wärmt. Also das ist wirklich so ein toller, toller Whisky. Jetzt habe ich den Eindruck, dass die Frucht auch durchaus ein Apfel sein könnte. Oder eine Birne. Am Anfang, ganz, ganz leicht ist die Frucht da. Sehr angenehm, hält sich lange. Dann kommt so ein Holztouch und dann ballert der durch mit seinem Pfeffer, seinem leicht aschigen Rauch. Da ist nichts Erdiges, nichts Muffiges drin. Der ist einfach, naja, so wie rauer, grauer Stein, auf den die Wellen prallen. Ich musste gerade an die Harry Potter Szene aus dem sechsten Teil denken, wo die in der Horcrux-Höhle sind. So von der Küstenatmosphäre her. Das haben die, glaube ich, vor Irland gedreht irgendwo. Aber schottische Küste ist teilweise auch so. Das Bud of Lewis war da sehr prägsam auf Harrison Lewis. Äußerste Hebride. Speziell dort oben. Der ist so toll. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich da meine Nase reinhalte, dass ich am Meer stehe. Auch so ein leichtes Lagerfeuer hatte ich jetzt kurz. Könnte auch eine Karamellnote vorne ran sein. Ihr seht, der variiert auch von Schluck zu Schluck bei mir so ein bisschen. Aber er ist gleichbleibend gut. Also wer die Chance darauf hat, den mal ins Glas zu bekommen, macht es. Ich kann es euch wirklich guten Gewissens 100% empfehlen. Ist einer der besten Whiskys, die ich seit langem getrunken habe. Ich habe leider keine Flasche, was mich ein bisschen traurig macht. Aber ich habe mein Sample von der Messe. Und wenn ihr Bock auf noch mehr Talisker habt, dann schaut unbedingt in meiner Playlist vorbei. Da habe ich ziemlich viele Taliskers schon für euch verkostet. Man könnte meinen, es sei meine Lieblingsbrennerei bei der Menge der Videos. Natürlich ist das weiterhin Laphroaig. Aber Talisker ist, finde ich, eine sehr, sehr darankommende Brennerei. Ja. Mag ich einfach total. Der 8er Talisker, bisher einer der besten, den ich probiert habe. Und inzwischen konnte ich mich sogar mit dem Talisker Sky anfreunden. Den habe ich ja vor einiger Zeit ziemlich verrissen, fand ich nicht so schön. Aber ich muss sagen, langsam fängt er an, mir zu gefallen. Das war der 8 Jahre alte Talisker, ein Special Release aus dem Jahr 2018. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Slanji! Und damit ihr auch ja kein Video mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji war!